Jo, hier ist der L. Wir spielen heute auf dem Mega Drive Zero Tolerance ein über 20 Jahre altes Spiel. Ein Ego-Shooter. Ja, was gibt's dazu zu sagen? Es war nicht der erste Ego-Shooter, den ich gespielt habe. Hero 90 gab es schon zwei, drei andere, die ich vorher schon gezockt habe. Die sollten hier aber nicht so lautere Erwähnung finden. Und ich sage jetzt einfach mal, ich leg mal los. Ich hoffe, das klappt alles hier. Und wir gehen nochmal in die Option. Ich weiß gar nicht, was das gibt. Die Musik lassen wir mal an, weil das ist, trägt sich nicht alleine von den Sounds. Da ist nicht so viel. Ich weiß jetzt nicht, gibt es da noch ein Intro oder sowas? Also der Titelbildschirm, den finde ich schon relativ cool. Also für die alte Zeit ist okay. Das ist ein Spiel mit 30 Levels. Die Besonderheit ist, man hat ein Level wirklich erst abgeschlossen. Ah, da ist das Intro. Man hat ein Level erst wirklich abgeschlossen, wenn man alle Gegner getötet hat darin. Es ist ein sehr, sehr klassischer Ego-Shooter. Man kann seine Knarre nicht nach oben oder unten bewegen oder sowas, sondern wirklich bloß 360 Grad im Kreis. Es gibt relativ viele Waffen. Und das hatte für eine Konsole damals echt ein furchtbares Speichersystem mit Passwort. Es war irgendwo sehr, sehr lässig. Ah, die Eingabe war eine mittlere Katastrophe. Und dann kam es noch dazu. Ja, wie soll ich sagen, ne? Wenn man dann den Code eingegeben hatte, weil man ein neues Spiel starten wollte, kam das auch ganz gerne mal vor. Das ist jetzt schon Demo. Aber es macht nichts. Das ist der erste Level, der wird nicht zu viel gezeigt. Dann kam das auch schon mal vor, dass dann, was weiß ich, die Waffen nicht mehr alle da waren oder sowas. Also, du hast weniger Muni gehabt oder sowas. Oder da oben ist dieser Bioscanner, der war dann auf einmal weg und so ein Scheiß. Also, ja, das brauchen wir jetzt nicht, ne? Zu dem Spiel. Ich bin mir nicht sicher, ob ich es durchspiele. Schaffen tät ich's, das ist es nicht. So schwer ist es nicht. Die Moon, die ist reichlich vorhanden. Aber wollen wir mal gucken, oder? Ist ein bisschen so eine Lustfrage, weil es ist nicht wirklich abwechslungsreich, gebe ich ehrlich zu. Levels sind zwar für Mega Drive-Verhältnisse schön gestaltet, aber hast halt diesen kleinen Ausschnitt da bloß und ja, ne? Okay, dann mache ich jetzt kurz einen Break. Und wir sehen uns gleich wieder.